Sie denken, das ist auch gerade umso anspruchsvoller, das Ganze, oder ist dem nicht so? Das ist nicht ganz so, und zwar eben durchs Schalten muss man ja den Motor auch nicht ganz so hoch drehen lassen. Also man kann die Schaltung anpassen an die Drehzahl und durch das leidet der Motor weniger und das restliche Material ist das gleiche wie im normalen Kart auch. Achtung, jetzt gibt es einen Start. Also stehender Start in der Kategorie hier. Auf Position 1, der Ken Alemann, der da gut weggekommen ist. Also man sieht, die schiessen richtig los, sogar wenn es nass ist. Und er hat können seine Führungsposition bewähren, oder? Sieht so aus. Ken Alemann, das wäre Nummer 34. Haben wir im Moment noch nicht ganz erkennen. Ein Mann, der ist nicht weggekommen, das ist Nummer 46. Schauen wir aber zuerst, wer hier im Führung liegt. Nein, es ist Nummer 97. Dupont Michael. Michael Dupont, der hier den besten Start verwünscht hat. Ja, die Schweizer Meisterschaft wird ja zum ersten Mal ausgetragen. Aber sie stößt auf grosses Interesse, wie man da sieht. Also es ist schon ein relativ grosses Starterfeld für eine erste Teilnahme oder Austragung. Leider auch schon der erste Ausfall. Ganz kurz, das ist genau der Mann, der hier am Start nicht wegkommt. Nummer 46. Das ist der Martin Ziegler. Der Ken Alemann ist Zweiter. Er ist ein Bekannter vom Schweizer Rennsport. Er hat schon x Schweizer Meisterschaften gewonnen. Er war auch schon im Formelsport erfolgreich. Hat dann in den Kartsport zurückgewechselt, aus Finanzgründen. Aber man sieht, auch da ist er sehr, sehr stark. Auch er fährt das erste Mal 125er. Oder auch er für ihn ist das erste Mal 125er in der ersten Austragung von der 125er Meisterschaft in der Schweiz. Und hat den Vorlauf vorher gewinnen können. Ist jetzt auf einem guten zweiten Platz und ist am ersten dran. Also sicher auch eines der grossen Talente, die wir in der Schweiz haben. Und hier greift dran und zieht vorbei der Ken Alemann. Ist also an Michael Dupont vorbeizogen. Und hinten dran auf Platz 3 im Moment der Andreas Josch, der jetzt ebenfalls noch probiert hat, an Michael Dupont vorbeizuziehen, innen durch. Ist ihm aber nicht ganz gelungen, hier der erste Versuch. Jetzt noch einmal, außerhalb vom Bildwinkel. Für einen Moment, jetzt schießen sie wieder her. Start zielgerade. In Führung der Ken Alemann. Und er versucht sich vorbei zu bremsen, das scheint zu glücken. Ja. Ist gegangen, kurz noch. Macht dort ein bisschen Kampflinie, dass er kein Konter kommen kann. Michael Dupont hat versucht, gerade zu kontern, aber das ist ihm nicht gelungen. Der Andreas Josch hat das sehr gut gemacht. In Führung aber der Mann hier, Nummer 34 von der Kategorie ICC. Das ist der Ken Alemann. So, jetzt hat sich die ganze Sache hier im Feld auch wieder klein beruhigt. Zumindest immer für einen Moment. Denn im Kartsport hier kann es ganz schnell gehen. Ja, man sieht ja, da kommt der Herr Joost sehr nach. An Ken Alemann an. Ken Alemann also unter Bedrängnis. Ja, jetzt tritt die Situation ein, obwohl es hat wieder leicht anfangen regnen, aber die Strecke ist mehr oder weniger trocken und man sieht, Andreas Josch, dass er praktisch Ideallinie fährt, wobei der Ken Alemann immer noch eine Regenlinie fährt. Aber bei zunehmender Tröchne wird die dann langsamer und langsamer. So, jetzt ist er aber immer wieder schneller. Ja. Andreas Josch. Ich glaube nicht zu erkennen, wobei, dass der Andreas Josch ein bisschen breitere Spur hinfährt. Also das deutet schon mehr auf eine Trockenabstimmung. Wobei der Ken hinten sehr, sehr schmal fährt. Es fahren beide auf Regenreifen. Aber glaube ich nicht ganz das gleiche Setup sonst. Und das kann sich jetzt halt eben für Andreas Josch auszahlen. Schaut mal, ob er hier einen Angriff macht. Jawohl. Und zieht vorbei. Hat einen sauber eingebremst, dass der Ken nicht hätte kontern können. Also auch das sehr gekonnt wie vorher schon. Scheint ein Routine jetzt sein. Muss sehr gut gemacht. Mit Nummer 1, das verpflichtet. Jede Nummer hat so seine Verpflichtung, seinen Stellenwert, ganz klar. Nummer 1 umso mehr. Bis jetzt hat sich das bewährt für Andreas Josch. Ja, hat jetzt in einer Runde Ken Alemann schon deutlich abgesetzt. Da ein unglückliches Gesicht, wäre lieber am Fahren. Martin Ziegler ist das.
Es gibt ja noch drei weitere Schweizer Meisterschaftsläufe, also es ist noch nichts verloren, ausfallen kann jedem mal. Ist mir jetzt in Hockenheim auch passiert, gerade 2-0er. Wegen dem muss man immer dranbleiben und weiterkämpfen. Nummer 1 ist in Führung, der Andreas Jost. Man sieht, wie er immer mit der Hand neben dem Steuerrad schaltet. Also dort ist die Schaltung. Die Kupplung ist auch am Lenkrad, das ist der andere Hebel, den man jetzt hier sieht. Der aber nicht betätigt wird, eben nur am Start und nachher wird geschaltet dort am Hebel. Man hat auch eine Bremsverteilung, also das heisst, man kann die Kraft von der Bremse nach vorne oder hinten stellen, wie in einem richtigen Rennwagen. Auch das ist sehr, sehr wichtig, gerade bei so leistungsstarken Fahrzeugen. Die tut man viel mehr zusammenbremsen, damit man nachher besser beschleunigen kann. Wie ist da ein kleines Verhältnis? Gerade in Sachen Bremsen, du sagst, man kann sich ein bisschen verteilen. Mehr nach vorne, mehr nach hinten. Was ist so Durchschnitt etwa? Also es kommt aufs Pferd drauf an. Jetzt im Kart fahren, wenn es nass ist, sagt man, fährt man etwa 50-50. Also relativ gleichmäßig vorne hin. Je trockener das wird, desto mehr Druck gibt man nach vorne. Weil man hat mehr Grip. Durch das, wenn man bremst, geht mehr Gewicht nach vorne. Und dann kann man vorne besser bremsen, weil hinten entlastet es und wenn man hinten mehr Druck gibt, dann blockiert es hinten um, aber bremst nicht mehr. Aber man muss immer so eine gewisse Mischung finden. Und das ist auch von Fahrstil zu Fahrstil wieder ein bisschen unterschiedlich. Generell sagt man dann im Trocknen aber etwa 30-70, also 70% vorne. So, der Regen der wird wieder stärker hier. Wenn wir hier vor unserer Kommentatorenkabine rausschauen, sind sämtliche Schirme gerade wieder aufgegangen. Ja, man sieht jetzt hier auch keinen mit dem schönen Turbovisier, das sie vorher hatten. Und eben die zunehmende Feuchtigkeit kann jetzt natürlich wieder zugunsten von Ken Alemann kommen, wenn es wirklich wieder stark nass wird. Das wird sich zeigen. Wer hier wohl ein Setup hat gewählt? Im Moment vierten noch. Allerdings fliegt doch einige Meter. Der Abstand ist vorher doch einiges grösser gesehen. Für Andreas Jost, den wir hier sehen. Und Ken Alemann. Er macht jetzt Dampf auf den Führend, Andreas Jost. Da wird auch gefightet und gerade wieder Konter. Nein, im hinteren Feld. Also hinteren Feld. Frederik Gotting ist das gesehen. Ja, dem muss ich einen Daumen drücken, Namensvetter. Das darfst du natürlich beim Privatfernsehen. Ja, jetzt regnet es doch wieder ziemlich stark. Das wird die ganze Geschichte dann nochmal durcheinanderwirbeln vermutlich. Jetzt lässt es aber mächtig runter hier. So stark hat es im Verlauf des Nachmittags noch gar nie geregnet gehabt. Jetzt sieht man auch, jetzt geht es wieder Reifen, jetzt wird wieder Wasser in die Luft gespritzt, wenn man Gas gibt. Die sogenannte Gisch ist zwar noch nicht sehr, sehr stark, aber es wird doch deutlich nässer wieder. Und das ist natürlich für alle Hinterherfahrenden auch relativ unangenehm. Man sieht nicht mehr so gut, das ist Wasser auf dem Visier in der Luft, damit der Dreck. Und das macht es schwieriger. Andreas Jost immer noch in Führung im Finale von der Kategorie ICC. Und Ken Alemann ist ein bisschen stehen geblieben, nicht wörtlich gemeint. Der Abstand ist konstant geblieben. Du hier durch Ken Alemann. Aber hinter ihm ist auf jeden Fall ein relativ grosses Loch. Also die beiden werden das unter sich ausmachen. Wobei die bessere Karte momentan der Andreas Jost hat. Ja,
Ja, jetzt hat man gesehen, Andreas Joster hat mit der Hand sich das Visier putzt. Das ist eben genau der Grund, warum man die schönen Propellervisier damals hat. Weil einfach der Fahrtwind in der Kart nicht immer auslangt, um die Regentropfen wegzublasen. Ja, am nächsten Rennen werden wohl die sogenannten Propeller wieder angesagt sein. Ich denke es. Nachher kommt ja ein Finale der ICA, wo sicher sehr, sehr spannend wird sein. Da ist ja das Starterfeld von 47 Teilnehmern. Also wirklich gross. Die haben ja durch die Qualifikationen durchfahren, um sich überhaupt ins Finale qualifizieren. Da gibt es einen weiteren Fight zwischen dem Nummer 7 und 79. Das ist der Tourne Julien gegen Michael Dupont mit der Nummer 97. Michael Dupont, der ja Anfangsrennen mal ganz vorne mit dabei war. Ja, hat doch ein bisschen Mühe jetzt. Wird vom einen oder anderen doch ohne grosse Gegenwehr überholt. Lässt er sich überholen. Und hier einen weiteren Ausritt. Und zwar von der Nummer 24. Noch ein bisschen räuchelnde Reifen. Oder dampfende. Das ist der Guido Toscanelli. Also man sieht, auch bei diesen nassen Temperaturen kommen die Reifen, oder nassen Verhältnis kommen die Reifen richtig auf Temperaturen. Die bauen auch dann gut Grip auf. Das ist erstaunlich. Die Reifen sind sehr weich. Ein weiterer Dreier. Nummer 33. Ja, Moment, folgt hier ein Dreier aufeinander. Jetzt bleibt er schon mit auf der Strecke. Nummer 33, das ist der Steve Mechia. Die Hoffnung, dass es da keinen Unfall gibt. Jetzt. Kopfschütteln hier beim Andreas Jost. Ja, ist an einer gefährlichen Stelle. Also, mit dem Ausgang von der Kurve stehen bleiben. Das sollte man eigentlich nicht machen. Es geht dort drauf und relativ schwierig, den Kart anzuschieben. Aber glücklicherweise nichts passiert. Andreas Jost ist hier souverän vorbeikommen. Ja, es passiert ja generell sehr, sehr wenig bei all diesen Veranstaltungen. Viele Leute haben immer das Gefühl, Rennsport sei sehr gefährlich. Und speziell Kartsport, weil man halt nicht viel Schutz hat und. Aber die meisten Leute die können halt sehr gut fahren, die passen aufeinander auf. Es ist auch immer genug Auslauf da. Also bis etwas passiert, braucht es sehr, sehr viel. Ja, und jetzt geht er auf, der Steve Mechia. Haben seine Kräfte verlassen. Wird aber immer noch geile Fahne gezeigt in dieser Kurve. Ja, mit diesen Karten auf den schnellsten Strecken, also eben, ich bin mit denen auf Europameisterschaft und Weltmeisterschaft gefahren. Carol ist die schnellste Strecke, wenn ich persönlich gefahren bin, da hat man laut Telemetriedaten über 170 km pro Stunde drauf. Das ist eigentlich eine Töpfrennstrecke, aber man kann eben mit diesen Karten fahren, die Übersetzung dementsprechend lang und im Windschatten schiebt man sich dann gegenseitig die Geraden ab. Das ist etwas vom Eindrücklichsten, was ich im Kartsport gemacht habe. Und da hat man immer 1 Grad ausgeschert und dann irgendwie das Vierte auf irgendwie die Haarnadel zu. So, jetzt ist die letzte Runde. Ist angebrochen für Andreas Jost. Er wird wahrscheinlich nichts mehr anbrennen lassen. So routiniert, wie er vorher überholt hat, wird er wahrscheinlich auch die Runde noch über die Bühne bringen. Und sich damit in die Führerposition der Schweizer Meisterschaft setzen. Im provisorischen Stand natürlich. Aber auch für den Ken Alemann, denke ich mal, eine ganz gelungene Premiere in der 125er-Kategorie. Oh, da hat es nochmal geklopft. Sieht von hier aus nach der Nummer 7 aus. Wo wir vorher darüber geredet haben, der Tourne Julien. Steht auch nicht ganz glücklich an diesem Ort dort. Aber das ist kurz. Er ist ja auf Position 3 gewesen, er hat ja Start und Zielgerade. Der Dupont Michael vorher überholt hatte. Ja, und hier jubelt Andreas Jost, der das Rennen wirklich souverän hat gewonnen. Er hat also gar nichts anbrennen lassen. Ken Alemann als guter Zweiter. Sicher auch ein guter Saisonstart für Ken Alemann. Handshake, sehr schön. So soll Rennsport sein. Die Bilder, die wir sehen wollen.